Heiße Stühle, Motorradfieber. Der Rennsport und die Hochleistungsmaschinen von Ducati. Neuer Airbag. Schon bald mehr Sicherheit? 100 Jahre Harley-Davidson. Motocross-Freestyler heben ab. Und in Swissmade Rennfahrer mit 16. Ducati. Ein Name, der nicht erst heute im Motorradrennsport aufhorchen lässt. Quaterne di concorrenti a distanza di mezzo minuto l'una dall'altra e noi dietro. Si va verso Trieste, sede della prima tappa. Motto Giro d'Italia 1955. Chilometri da percorrere 441. In totale saranno 3438, ossia 30 di più del secondo motogiro e 57 di più del primo. Sono in gara le maggiori marche italiane. Ducatis flitzen nicht nur als Erste unter der Barriere durch, sondern verewigen sich auch prominent immer wieder in den Siegerlisten von unzähligen Straßenrennen. Il trionfo della marca bolognese sarà completo e oltre alla vittoria totalitaria della sua categoria, coi primi tre supererà la media del migliore della categoria 125. Mit der Desmos Sedici ist Ducati dieses Jahr ein selbst die Fachwelt beeindruckender Einstand im MotoGP, der Königsklasse des Motorradsports, gelungen. Ducati hat den Rennsport in den Genen. Wir haben unsere Daseinsberechtigung schon immer darin gesehen, Rennen als Schaufenster für italienische Innovation, Technologie und Leidenschaft zu nutzen. Ducati hat erst kurz nach dem Krieg mit der Motorradproduktion angefangen. Nachdem man den ersten elektrischen Rasierapparat Italiens produziert hatte, kaufte man das Patent für einen Hilfsmotor für Fahrräder. Das Cucciolo war ein durchschlagender Erfolg und entwickelte sich allmählich zu einem richtig seriösen Motorrad, mit dem schon sehr bald die ersten Rennen gewonnen wurden. Mit der 125er Grand Sport erreichte man Spitzengeschwindigkeiten von über 145 Stundenkilometern. Dutzende von Geschwindigkeitsweltrekorden wurden von Ducatis aufgestellt. Auf der ebenfalls von Fabio Taglioni entwickelten 250er Zweizylindermaschine feiert Mike Hailwood, der neunfache Weltmeister in den 60er Jahren, seine größten Erfolge. Bei der Harley-ähnlichen Apollo blieb es bei zwei Prototypen. Und auch ein Ausflug in die Scooterwelt wurde nach 2000 Exemplaren beendet. Wirklich erfolgreich war Ducati bis heute immer nur mit Motorrädern, die auf sportliche Leistung und Funktionalität ausgerichtet waren. Ketty Chiavegato ist eine von rund 1000 Angestellten, die hier in einem Außenquartier von Bologna im Jahr über 40.000 Motorräder produzieren. Rund 20 Modelle aus 5 sogenannten Familien werden hergestellt. Ketty, die Endkontrolleurin, ist seit einigen Tagen mit Modellen aus der Reihe Monster beschäftigt, die mit fast 50% der Produktion den Verkaufsschlager von Ducati stellen. Schon längst sind Motorräder in unseren Breitengraden nicht mehr hauptsächlich Fortbewegungsmittel, sondern Freizeitobjekte, Ausdruck von Lifestyle geworden. Ducati produziert ausschließlich Motorräder mit über 600 Kubik. Man setzt auf sportliche Hochleistung, was nicht zwangsläufig bedeutet, die weibliche Kundschaft auszuschließen. Vor allem die kleinste Monster findet Zuspruch. Man muss sagen, dass sie für junge Frauen sehr geeignet ist. Die 620er ist ideal für Anfänger. Vor allem jetzt, wo wir die elektronische Einspritzung haben, ist sie viel leichter zu fahren, weil sie nicht mehr so anreißt und viel flüssiger zu fahren ist. Heute läuft das Geschäft bei Ducati wieder gut. Das war nicht immer so. 1996 stand man vor dem Bankrott und wurde von Investoren um die amerikanische Texas Pacific Group aufgekauft. Große Investitionen in die Rationalisierung der Produktionsprozesse haben sich bezahlt gemacht. Heute zählt Ducati zu den ganz wenigen europäischen Herstellern, welche in diesem Geschäft Gewinn erwirtschaften. Die Konkurrenz aus Japan ist aber nach wie vor immens. In Italien besinnt man sich auf die traditionellen Werte.
Die Italiener haben eine einzigartige Positionierung bei den Motorrädern. Sie stehen auf der Seite der Herzen. Die italienische Motorradindustrie arbeitet mit den Emotionen, die aus ihrer sehr reichen Geschichte kommen. Sie kommen von den Rennen, von Produkten, die eine starke Persönlichkeit hatten. Wenn wir an Ducati denken, aber auch an Vespa, Piaggio zusammen mit MV Agusta oder Gilera, das sind alles Marken, die eine Geschichte mit sich tragen, welche die Japaner vielleicht auch haben, aber nicht wirklich ausschöpfen. Die Japaner kämpfen mit ihrer industriellen Effizienz, mit der Exzellenz ihrer Produkte. Aber sie produzieren etwas, das eher ein Transportmittel ist, weniger Persönlichkeit hat, weniger Herz hat. Wir bekämpfen die Japaner mit dem Herzen. Sie bekämpfen uns mit den Waffen der industriellen Fabrikation. Das Herz schlägt bei Ducati, auch bei Ketty, für Ducati Corse. Am liebsten würde auch sie drüben in der Rennabteilung arbeiten. Allerdings, solange sie nicht dort beschäftigt ist, darf sie keinen Blick in die geheimen Werkstätten werfen. 30 Millionen Euro investiert Ducati jährlich in den Rennsport. Die Desmos Sedici aus dem MotoGP ist ein Viertakt-Kraftpaket, das von einem, für Fernsehaugen versteckt zu bleibenden, 989 Kubikzentimeter starken L4-Aggregat mit Benzineinspritzung und desmodromischer Steuerung der 16 Ventile angetrieben wird. Sicher kann sich ein gewöhnlich Sterblicher nur sehr schwer vorstellen, was für ein Instrument diese Fahrer in der Hand haben. Man muss bedenken, dass es sich um Motorräder handelt, die 145 Kilogramm wiegen und über 220 PS haben. Das ist ein erschreckendes Verhältnis von Gewicht und Leistung. In weniger als 6 Sekunden sind sie von 0 auf Tempo 200. Über 1000 Teststunden wurden vor den ersten Rennen mit den neuen Desmos Sedicis gefahren. Die Daten analysiert, immer wieder Abstimmungen vorgenommen, um vor allem auch den Bedürfnissen der Fahrer gerecht zu werden. Sowohl der mehrfache Weltmeister Loris Capirossi wie auch Superbike-Weltmeister Troy Bayliss bringen beide langjährige Rennerfahrung ins neue Team. Für Ducati Corse arbeiten in Bologna über 40 Ingenieure. Mut zum Schritt in die Königsklasse des Grand Prix gaben die zahlreichen Erfolge in der Superbike-Kategorie, wo Ducati Corse seit 1990 mehr WM-Läufe gewonnen hat als alle anderen Hersteller zusammen. Von dort hatte das Team von Filippo Preziosi auch die notwendige Erfahrung, viel Datenmaterial und erste Tuchfühlung mit der Entwicklung eines Motorrades auf dem Computer. Die Entscheidung, das Motorrad auf dem Computer zu entwickeln und Programme zu benutzen, die sowohl das Verhalten des Motors wie auch des ganzen Motorrads simulieren, hat uns erlaubt, mit einer Maschine auf die Teststrecke zu gehen, die schon zu 80% auf dem Niveau ihrer Möglichkeiten war. Trotzdem war man selbst in Bologna überrascht. Schon im 3. GP-Rennen starten die 2 Ducatis aus der Pole Position. Weltmeister Valentino Rossi auf Honda und seine Kollegen haben ernsthafte Konkurrenz bekommen. In Jerez gelingt es noch, die Ducatis in Schach zu halten. Auch weil Loris Capirossi ein Schicksal ereilt, vor dem kein Fahrer gefeit ist. Ein Rennfahrer ist ein Mensch, der es liebt, eine Sache zu tun und weiß, dass das, was er liebt, ihn auch umbringen kann. Der Fahrer stürzt, steht auf und rennt. Wohin? Er rennt, um sein Motorrad zu packen und seinen Traum wieder aufzunehmen. Das Motorrad ist nicht mehr etwas Technisches, es scheint fast so, als ob es der schönste Teil des Piloten selber wäre. So etwas wie ein Teil seiner Seele. Marco Nicoli arbeitet als Chauffeur bei der Clinica Mobile, der mobilen Rennklinik von Dr. Costa.
Sie gehört seit über 25 Jahren fest zum Grand Prix-Zirkus. Die Dankesbezeugungen an Dr. Costa zeigen an den Wänden, dass irgendwann jeder im Rennsport bei ihm vorbeigekommen ist. Entstanden auf die Initiative seines Vaters, behandelt die Clinica Mobile von Claudio Costa heute pro Saison etwa 600 Folgen eines Crashs. Zu den zumeist harmloseren gehören diejenigen Unfälle, bei denen das Motorrad einfach wegrutscht und dabei niemanden touchiert. Anders verhält es sich bei den sogenannten Highsidern. Bei diesen Motorrädern mit solchen Kräften ist es oft so, dass das Hinterrad wegrutscht. Kaum haftet der Hinterreifen wieder, bockt die Maschine und der Pilot wird in die Luft geschleudert und fliegt wie ein Engel. In diesem Fall, vor allem dann, wenn Hindernisse da sind, dann können die Folgen viel, viel schwerwiegender sein. Heute verfügt die Clinica Mobile über 5 Fahrzeuge und insgesamt 20 Mitarbeiter, die bei den verschiedensten Motorradsport-Events zum Einsatz kommen. Für Motorradrennfahrer gehören Verletzungen mit zum Job. Schulter- und Handverletzungen sind dabei besonders häufig. Und nicht überraschend, in fast einem Drittel aller Fälle ist auch der Kopf betroffen. Eines hat sich dabei für Claudio Costa in all den Jahren ganz deutlich gezeigt. Der große Nutzen und große Schutz, den der Helm für den Kopf eines Motorradfahrers bringt. Ein Motorradhelm, der gut befestigt und von guter Qualität ist, welcher den anatomischen Bedürfnissen des Trägers entspricht, bringt, und darüber gibt es nicht den geringsten Zweifel, der Helm bringt einen ganz fundamentalen Schutz. Die Firma Dainese in der Nähe von Vicenza produziert seit den 70er Jahren Sport, in erster Linie Motorradbekleidung. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Schutz der besonders empfindlichen Teile des menschlichen Körpers. Rückenprotektoren sollen vor allem Weichteilverletzungen und Frakturen von Schultern und Rippen verhindern. Gleichzeitig muss auch die Wirbelsäule geschützt werden. Es gilt, die Aufprallenergie zu reduzieren, respektive zu verteilen. Aldo Velo leitet die Materialprüfungsabteilung. Routinearbeit ist angesagt. Das angelieferte Leder muss auf seine Qualität hin geprüft werden. Eingespannt ist hier gerade Känguru-Leder. Känguru-Leder ist im Vergleich zum Kalbsleder wesentlich widerstandsfähiger und hat noch dazu eine ausgeprägte Elastizität. Deshalb eignet es sich sehr gut für Sportanzüge, da es den Fahrer gegen Schläge und Schürfungen schützt. Dainese rüstet auch viele bekannte Rennfahrer wie etwa Valentino Rossi oder Max Biaggi aus. Auch die roten Ducati-Anzüge für Troy Bayliss werden hier genäht. Auch für Dainese ist es wichtig, im Rennsport vertreten zu sein. Auch hier ist man überzeugt, dass eine Zusammenarbeit mit den weltbesten Fahrern für Neuentwicklungen nützlich ist. Aber auch hilft, die Umsatzzahlen zu steigern. Heute werden nur noch die Ledersachen, wie etwa Kombis, in Vicenza gefertigt. Die ganze restliche Kollektion wird im billigeren Ausland produziert. Internationales Aufsehen erregt hat Dainese mit einem Gemeinschaftsprojekt mit der israelischen Merhav Advanced Technology. Einem Airbag für Motorradfahrer. Seit 4 Jahren arbeitet man bereits am D-Air. Alle Prototypen, und es waren bis anhin Hunderte, erlauben kurz gesagt, 3 Säcke aufzublasen. 30 Liter jeder, also 90 Liter Luft in 30.000stel Sekunden. Ausgelöst wird der D-Air, nicht wie andere Airbags, die sich bereits auf dem Markt befinden, durch eine Reißleine,
sondern durch ein ausgeklügeltes elektronisches Steuerungssystem, dessen Prozessor die 3 pro Millisekunde eingehenden Daten prüft und im gegebenen Fall die 3 Gasgeneratoren auslöst. Die Sensoren am Fahrzeug müssen natürlich einen Unfall von anderen Kräfteeinwirkungen unterscheiden können. Wichtig ist, dass sich ein gewisser Grad an Kräften über einen gewissen Zeitraum zeigt. Sonst würde sich die Jacke ja aufblasen, wenn man zum Beispiel über einen Randstein fährt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann es auch bei normaler Fahrt eine starke Kräfteeinwirkung geben. Aber wenn sie länger bestehen bleibt, dann muss es sich um einen Unfall handeln. Die Air soll die besonders verletzungsgefährdeten Stellen des Fahrers, den Oberkörper, den Hals und den Kopf schützen. Die Tests sind bis anhin erfolgversprechend verlaufen. Allerdings zu kaufen gibt es die Air noch nicht. Wir sind in den Abschlussprüfungen des Systems, aber bis wir nicht sicher sind, dass dieses System perfekt oder zumindest fast perfekt funktioniert, denn eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, so lange werden wir es nicht auf den Markt bringen. Nach 30 Jahren Arbeit wollen wir unseren guten Ruf nicht aufs Spiel setzen mit einem Produkt, von dem wir nicht 100% überzeugt sein können. Und wie lange das noch dauern wird, das ist heute noch unklar. Mark Fischer ist zwar ein hervorragender, aber kein gewöhnlicher Crossfahrer. Obwohl er nach wie vor noch großen Spaß an dieser Disziplin hat. Und einen Motorradführerschein besitzt er nicht. Nee, für die Straße nicht. Das hat einfach den Grund, dass mir persönlich das auf der Straße fahren im normalen Straßenverkehr einfach zu gefährlich ist. Abbremsen, Bremssprung. Motocross, das ist für den jungen Motocross-Freestyler die Basis für das, was er heute professionell betreibt. Waghalsig kam er sich dabei nie vor. Aber ich denke, es ist sicher nicht gefährlicher wie jeder andere Sport. Da es ja so ist, dass man langsam an die Sache herankommt. Man geht ja nicht her und springt dann direkt irgendwie, keine Ahnung, 20 Meter weit oder so, sondern die meisten Crossfahrer fangen jung an und steigern sich dann halt auch entsprechend der Länge, wie sie fahren, mit den Sprüngen und so weiter. Die Sprünge sind es, die Mark Fischer seit 3 Jahren hauptsächlich beschäftigen. Mit den Mad Flyers, gegründet vom Schweizer Mark Rieser, tritt er am häufigsten auf. Im Motocross Freestyle gibt es bis heute keine Europa- oder Weltmeisterschaften. Allenfalls hier und da einen einzelnen Contest. Das kann Mark Fischer bis heute allerdings nicht vom Training abhalten. Ein Heart Attack ist eigentlich ein Trick, zu dem man sich relativ leicht hinarbeiten kann. Es ist nicht ein Trick, der direkt auf Anhieb passen muss, sondern man hat da mehrere Stufen, sage ich mal, bis der Trick dann wirklich perfekt ist. Am Indian Seal Grab ist ähnlich, kann man eigentlich ähnlich lernen wie einen normalen, also wie ein Heart Attack. Auch da ist die Voraussetzung, dass man einen normalen Seal Grab kann. Und dann muss man einfach versuchen, eben die Beine zu überkreuzen. Und das kann man halt auch nach und nach Schritt für Schritt machen, dass man die Hüfte mitdreht und irgendwann mal den ganzen Oberkörper und den Kopf mitdreht. Und ja, und irgendwann passt's. Und dann ist gut. Mechaniker von Mark ist sein Vater. Mehr als eine 250er Suzuki pro Jahr steht nicht zur Verfügung. Deshalb muss sie entsprechend sorgfältig gewartet werden. Günther Fischer war 1972 und 1973 deutscher Meister in der 250er-Klasse auf der Straße. Sein Mechaniker war damals übrigens Toni Mang, später mehrfacher deutscher Weltmeister. Gleich nebenan stehen im Reutlinger Clubhaus Crossmaschinen für die Kleinsten. Ja.
Jeden Mittwoch ist Training. Die Jungen schätzen Mark Fischer. Der vierjährige Maximilian Weber zu seinem Trainer. Gut. Und zu seinem letzten Rennen. Erster Platz. Für die Älteren kein Thema mehr, fährt Maximilian noch mit der Sicherheitsreißleine, die den Motor abstellt, falls es einmal allzu wackelig wird und ein Sturz nicht mehr vermeidbar ist. Wir sehen jetzt die Gerade hinunter, Freihändigfahrer, die Gerade zurück. Mit Füßen auf der Sitzbank. Wissen wir, wie es geht. Das mit den Füßen auf der Sitzbank und mit dem Freihändigfahren klappt bei Maximilian zwar noch nicht optimal, dafür beherrscht er einfüßiges Fahren in Perfektion. Aber für die ganz Kleinen ist es einfach wichtig, dass die erst mal lernen, mit dem Motorrad ordentlich umzugehen, dass die ein Gefühl kriegen für Balance, für einfach allgemein fürs Motorrad, fürs Gas, für die Bremsen ein bisschen und so Sachen halt. Manche Mütter und Väter haben dann beim Freifahren fast genauso viel Bewegung wie ihre Kinder. Ja, kriegst du auf. Marc trainiert mit den Älteren mit besonderer Vorliebe die Sprünge. Und er geht mit ihnen natürlich auch auf die Rundstrecke. Und so wie es ausschaut, stehen die Chancen gut, dass der eine oder andere von ihnen auch einmal ein guter Motocross-Freestyler wird. Das Wichtigste ist eigentlich beim Motocross-Fahren, dass man weiß, wie man richtig auf dem Motocross-Motorrad drauf sitzt, wann man hinsteht, wie man hinsteht, wie die Position in der Kurve ist und so weiter. Und das sind eigentlich so die Grundsachen, die sehr wichtig sind, dass sie das wissen und dass sie das auch lernen. Und ich denke, wenn sie das können, dann kann es mal. Cruisen, fahren, Fahrtwind, Landschaft genießen. Es steht nicht im Vordergrund das Ziel oder wie schnell was man am Ziel ist, sondern wie schön hat man es dazwischen. Und der V2-Donnersound von so einer Halle V2-Motor, das ist natürlich schon was Einmaliges, was diesen Kult und diesen Mythos von Halle weiter unterstützt hat. Auch Motocross-Freestyler Mark Fischer ist aus Reutlingen zum Love Ride gekommen. Zusammen mit den anderen Mad Flyers wartet er einstweilen noch auf den großen Auftritt. Zeit, sich allenfalls auch etwas umzuschauen. Ist natürlich auch gekommen, um die unzähligen Prachtumbauten zu bewundern.
Ob Harley oder nicht, herausgeputzt sind sie alle. Sehen und gesehen werden, das ist hier wichtig und gilt ausnahmsweise für zwei Räder in gleichem Maße wie für zwei Beiner. Man trifft sich, um zu diskutieren, und man zeigt sich im typischen Harley Orange. Fast jede Maschine birgt ein individuelles Zeichen, einen Umbau. Das ist eine ältere Maschine, die bewegt sich so auf den ersten Blick in den 70er Jahren. Dieses Modell spiegelt für mich den typischen Easy Rider Motorrad wieder mit diesen schönen Airbrush-Lackierungen auf Tank, denn diese verzierten Chromteile. So ein Modell mit so einer langen Gabel gibt es nicht ab Werk zu kaufen, weil es da zum Teil Zulassungsprobleme gibt, wobei beim Umbauen, wie schon gesagt, keine Grenzen gesetzt sind. Die billigste Harley kostet knapp 12.000 Franken. Harley-Fahrer investieren jedoch viel ins sogenannte Customizing ihrer Maschinen, die heute allerdings ganz anders ausschauen als die erste vor 100 Jahren. Wichtig ist heute auch das Geschäft mit dem Label Harley-Davidson. Es gibt nicht nur Harley-Kleider, sondern auch Harley-Parfums und Handys. 260.000 Harley-Davidsons wurden letztes Jahr weltweit verkauft. Und die Zeiten, als Harleys fast mehr Öl verloren, als sie Benzin verbrauchten, sind endgültig vorbei. Was nicht heißt, dass überhaupt keine Reparaturen mehr anfallen. Sorgen bereiten heute nicht mehr die Maschinen, sondern allenfalls eine gewisse Überalterung der Kundschaft. Mit der V-Rod versucht man, ein etwas jüngeres, sportlicheres Publikum anzusprechen. Der neue, in Zusammenarbeit mit Porsche entwickelte Revolution-Motor bringt 117 PS aus den 1130 Kubikzentimetern Hubraum. Das Customizing hat auch im Harley Heaven in Dietikon einen wichtigen Stellenwert. Manche Kunden investieren bis zu sechsstellige Summen in Umbauten. Dieser hier ist nicht ganz so teuer. An diesem Motorrad wurde ein kompletter Heckumbau gemacht, sprich Breitreifen, was sehr in ist, denn komplette Lackierung, Originaltank verlängert, denn sind, wie man sieht auf dieser anderen Seite, das Originalmotorrad, wie es ausgesehen hat, Satteltaschen weg, Rückenlehne, also all dieses Zubehör, was die meisten als unnötig empfinden. Und natürlich komplett Vorderrad umgebaut mit Gabel, Lenker, damit man auch eine dementsprechend coole Sitzposition hat. Zurück an den Love Ride in Dübendorf. Die rund 60 Kilometer lange gemeinsame Ausfahrt, der Kern dieser Veranstaltung zugunsten von Muskelkranken und Behinderten, wird gestartet. Tausende von bösen Buben und bösen Mädchen nehmen daran teil. Von der Wild Side ist hier nicht mehr allzu viel zu spüren. Mehr als 400 freiwillige Helfer sorgen diskret für einen reibungslosen Ablauf des Großanlasses, der über 400.000 Franken einbrachte. Während sich die Harley-Fahrer zwangsläufig äußerst gemächlich fortbewegen müssen, warten die Mad Flyers darauf, durchzustarten. Motocross Freestyle vom Allerfeinsten ist angesagt. Mark Fischer tritt als Erster an. Mark Fischer und seine Kollegen sind froh, wieder einmal zeigen zu können, was sie drauf haben. Knapp 2 Sekunden sind sie in der Luft. Die Bewegungsabläufe müssen sitzen. Mit Gas und Bremse beeinflussen sie Flugstrecke und Landewinkel.
Sie fliegen bis 15 Meter hoch und über 20 Meter weit. Und manchmal, da möchten sie gar nicht mehr aufhören, weil Fliegen so schön ist und weil sie so gerne Mad Flyers, verrückte Flieger sind. Sie sahen heiße Stühle, Motorradfieber. Die Kassette dieser Sendung ist erhältlich bei NZZ Format, Postfach 8021 Zürich oder per Fax 01 262 38 14. Oder über Internet. Rennfahrer mit 16, Thomas Lüthi, gleich in Swissmade. Thomas Lüthi ist weit über die Grenzen des Emmentals hinaus bekannt. Privat ist der 16-Jährige auf einem 50 Kubikzentimeter Roller unterwegs. Beruflich rast er auf einer 125er Honda. Voraussetzung? Man muss echt körperlich fit sein, und vor allem im Kopf. Also 80% ist sicher im Kopf. Seit letztem Jahr fährt Thomas im Grand Prix-Zirkus auf der Überholspur und wirft sich rotzfrech in die Kurven. Das darf man ja nicht anstehen. Ich denke, wenn man die Kurve fährt, das ist jetzt schnell, dann muss ich langsam und dann ist zu langsam. Also Angst darf man nicht haben davor. Zu Hause in Linden, etwa auf der Rückfahrt vom Einkauf im Dorf, ist der Schweizer Jungprofi, der für das tschechische Elite-Team fährt, nur selten anzutreffen. Noch erhält er einen Lehrlingslohn, 1000 Franken plus allfällige Punkteprämien. Im Hause Lüthi sind alle, fast alle, Motorradsport begeistert. Vater Hans Urli und Mutter Silvia Lüthi sind stolz auf die Leistungen ihres Sohnes. Sie sind aber auch froh, dass er daneben noch die Handelsschule im Fernstudium macht. Tom ist bereits als 14-Jähriger sehr erfolgreich im ADAC Junior Cup gefahren. Und über seinem Bett hängt ein Foto, das ihn mit Valentino Rossi zeigt, dem mehrfachen Weltmeister, seinem großen Vorbild. Weltmeister, das möchte er, der heute regelmäßig auf die Plätze 10 bis 15 fährt, natürlich auch gerne einmal werden. Darum analysiert er sämtliche Renndaten auch immer wieder zu Hause. Und aus Fehlern lernt man bekanntlich am meisten. So, ich habe gerade von Philipp Island, Australien, im Training einen Sturz mit 206 km/h. Das habe ich jetzt gerade angeschaut. Also, es ist kann man wirklich alles schauen, jede Bewegung, die man auf dem Töff macht, jedes Mal, wenn man bremst, alles, kann man nicht bescheissen. Die steile Karriere ihres Sohnes verfolgen die Eltern so oft wie möglich an der Rennstrecke selber. An Renntagen möchte Mutter Silvia dabei allerdings noch etwas mehr als nur einen starken Kaffee. Bevor sie starten, so, bin ich mich schon aufgeregt. Da sollte ich etwa 3 Dezibel annehmen vorher. Aber wenn es dann losgeht, ja, dann drückt man einfach die Daumen, dass er vielleicht einmal weiter aufsteigen kann. Und jetzt nehmen wir einfach Jahr für Jahr oder Rennen für Rennen. Je nachdem, was kommt, wir drücken ihm auf alle Fälle die Daumen. Obwohl er noch nicht ganz vorne mitmischen kann, finden seine Leistungen mit dem kleinen tschechischen Team auch in der Fachwelt große Anerkennung. Wie in vielen Motorradsportfamilien ist auch Vater Lüthi schon Rennen gefahren. Allerdings immer nur als Hobby. Erfolge feierte er, als er schon einiges über 20 Jahre alt war. Tom kam schon früh über die Pocketbikes zum Rennsport. Die Rennfahrer von heute, auch diejenigen, die um WM-Titel kämpfen, werden immer jünger. Ich denke, das kommt vor allem von dem Pocketbike. Das hat es früher noch nicht gegeben, dass sie da so jung schon anfangen dürfen überhaupt. Dass sie mit 18 einfach mal auf der Straße gefahren und so.
Und jetzt so jung, ich bin auch mit 8-Jährigen das erste Mal gefahren mit dem. Und ich denke, das hat man schon, die Übung. Das ist das Spätbremsen, das Kurvenfahren, das hat man schon. Und dann muss man es nur noch umsetzen auf einen grösseren TÜV, sozusagen. Rollerfahren, so meint Tom, ist allerdings etwas ganz anderes. Sein Roller ist für ihn ein Fortbewegungsmittel, nicht mehr und nicht weniger. Dass er auf öffentlichen Straßen noch keine größere Maschine fahren darf, stört ihn überhaupt nicht. Draußen in der großen Grand Prix-Welt muss der junge Emmentaler übrigens hier und da auch seine Rennmaschine putzen. Ja, das hat man ab und zu putzen. Ja, das hat man die Sponsoren draußen gesehen. Dass er und sein Team seit ein paar Monaten auch von einem Schweizer Internetprovider gesponsert werden, erfüllt ihn mit besonderem Stolz. Die Schweiz, das Emmental, sind dem jungen, schon weitgereisten Supertalent wichtig. Hier ist der Ort, wo er die Fitness im Kopf findet. Es ist schön, wenn ich eben irgendwo von Australien, ich weiß nicht, woher ich komme, Stress hatte, wochenlang oder noch mehr. Und dann komme ich hierher, die Linge auf eine schöne Ruhe, schöne Gegend, also es geht mir schon. Hier kann er auch mal gemütlich tuckernd Kräfte tanken, um möglichst bald einmal Weltmeister zu werden.